Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, mit dem Schieferkeulen wieder unterwegs. Ich fange ja immer irgendwie so an, damit ihr auch gleich wisst, oh, wird wieder eine Folge R8. Ja, aber nicht nur R8, sondern ich bin natürlich wieder in einem Clan gelandet. Wie der Clan heißt, sehen wir sofort bei My Clan. Es ist der Clan Jäger der Nacht. Level 12 Clan, also gut ab, gar nicht mal schlecht. Habe ich mal wieder einen guten Griff gemacht hier. Danke nochmal an die, ich glaube es war die Angie, die mich hier vor ein paar Tagen aufgenommen hat und mich auch gleich mit in den CK genommen hat. Fand ich wirklich sehr, sehr gut. Aber nichtsdestotrotz ist das hier ein sehr tatsächlich kriegserfahrener Clan. Auch wenn wir jetzt gerade einen Windstrike von 0 haben. Ja, ist nicht so tragisch. Aber hier werden Fallspender natürlich auch nicht toleriert und der Kriegsplan ist individuell und den Clan gibt es auch schon relativ lange. Man sieht das 1.2.2015. Also hier gibt es auch eine ganze Masse, die schon ein bisschen länger zusammen ist. Und wir gucken aber trotzdem jetzt in den letzten Krieg rein. Ja, der ist leider verloren gegangen. 70-70, also nur nach Prozenten verloren. Und diese Prozente sind unglücklicherweise verloren worden, weil einige ihre Angriffe nicht gemacht haben. Das ist natürlich doof. Und vor allen Dingen ist das immer ein bisschen doof für die Leitung, denn die läuft den Leuten hinterher, schreibt die Mails und so weiter. Und er regt sich natürlich zu Recht über das ein oder andere auf, gar keine Frage. Aber letztendlich hätte hier locker der Sieg einfahren können, also hätten hier alle Leute angegriffen, wäre das hier auf jeden Fall ein Win gewesen, denn der Gegner war... Ja, ich sage nicht auf Augenhöhe, sondern eigentlich war er nicht so gut. Die Bases waren eher durchschnittlich vom Gegner. Und aber dennoch hatten sie am Ende das gewisse Quäntchen Glück. Ja, nämlich, dass halt Angriffe versäumt wurden. Aber wir sehen hier schon mal einen schönen Angriff vom Gegner. Okay, ich bin ein Held. Ja, jetzt lasse ich ihn durchlaufen. Okay, der Gegner hat auch 3 Sterne gemacht. Ja, toller Anfang einer Folge. Ich zeige gegnerische Angriffe. Das passt ja mal wieder total. Und passt wahrscheinlich zum Wetter. So verpeilt wie das zurzeit ist mit dem vielen Regen. Gehen wir natürlich auf die andere Seite. Gehen wir auf die Gegnerseite. Und dann sehen wir hier auch, dass hier die Bases nicht ganz so prall waren. Also die waren dann eher... super einfach hier. Die Anna blitzt hier zwar eine La an, aber dann brauchten die Drachen wenigstens noch einmal drauf boosten. Und ja, dann ist so eine Base hier natürlich Geschichte. Schickt einfach den King, um die Clanburg zu locken. Da kamen jetzt auch nicht so wirklich Clan-Truppen raus. Also gut, es waren 2 Magier unten. Und ein Minion, glaube ich, so wie ich das gesehen habe. Ach nee, die Ballons hängen dann noch beim King rum. Jo, alles klar. Okay, da hat die Anna sich hier auch die Kahnburg gespart und ihre Loons. Ja, das sind schöne Angriffe im unteren Bereich. Ich habe aber, muss ich dazu sagen, auch nicht alles gesehen, weil ich natürlich noch mit dem Avatar auch in einem anderen Clan bin. Und das Video habt ihr ja heute Mittag bereits gesehen. Die Folge hier kommt ja ein danach. Also ich habe erst den Avatar abgedreht und dann diese Folge hier. Und deswegen konnte ich nicht alle Kämpfe sehen. Ich habe hier eine ganze Masse gesehen. Musste natürlich auch ein bisschen zusehen, dass ich meine Kämpfe hier mache. Und ja, ist ein normales Clan-Leben hier. Mit guten Spendergeschichten. Also hier bleibt irgendwo nichts offen. Hier kann man letztendlich alles bekommen, auch zum Üben. Also wer hier rein möchte und... Übungsangriffe machen möchte, der findet hier auch immer wieder Truppen. Also hier kann man auch Spenden entgegennehmen, die man vielleicht sonst woanders nicht so kriegt, aber hier ist alles vertreten. RH von RH11 bis RH4, glaube ich,
gibt es ja alle Rathäuser, ist also schon ein sehr bunter Quermix hier. Und so ist der Clan wahrscheinlich dann auch mit den 249 CK-Siegen rumgekommen. Das heißt, man hat hier sehr viel auch in dem, ja, ich will jetzt nicht sagen unteren Bereich gemacht, aber in dem Bereich, denke mal, Rathaus 7, 8, 9 und 10, ja, so viele hohe hatten wir hier in diesem CK jetzt nicht mit. Das hier war mein zweiter Angriff auf die Nummer 18. Ich habe vorher etwas höher angegriffen, Mauerbrecher Fail, super klasse. Aber ich denke mal, bei den Mauern war das jetzt nicht so schwer. Und 35 Truppen aus der CB, ja, das überlebst du als R8 auf. Ich habe jetzt am Ende nochmal hier nämlich die Walküren durchgeheilt, obwohl da nur noch eine durchkam. Aber der Rest meiner Truppen marschiert ja eigentlich ganz locker durch die Base durch. Ja, ich meine, ne? Bei der Def ist das auch kein Wunder, da ist ja keine richtige Def hier. Und viele Bases sahen tatsächlich so aus und wurden aber nicht unbedingt immer sofort gedreiert. Aber man hat ja immer zwei Angriffe pro Spieler. Ja, und so ist das hier. Leichtes Unterfangen gewesen. Ich glaube, meinen ersten Angriff habe ich auf die Nummer, muss ich mal gerade gucken, auf die 15 gemacht. Ja, das war schon ein etwas besseres RH8, aber eigentlich ja auch nicht so wirklich gut. Können wir uns mal eben im Schnelldurchlauf angucken. Habe ich einen Go-Hock genommen mit Bolaner Clanburg. Erstmal die Clanburg einfach gelockt mit einem Hock. Ich meine, so eine Sternbase hier oder was es auch mal darstellen soll, ja, ist jetzt nicht so super. Da habe ich wenigstens mit dem Barfußwagen mal wieder eine Def immerhin hingelegt. Ich glaube, ein oder zwei Stück. Und meine Mauerbrecher, ja, die sterben jetzt zwar alle, aber auch das hat mir auch nichts ausgemacht. Der King geht jetzt Richtung Mauer, dann habe ich ihn da auch gezündet und ja, nicht wirklich Surgical die Hawks gesetzt, aber so ein bisschen wenigstens, ne? Und muss jetzt nur ein bisschen bei den Magertürmen aufpassen, die standen ja doch sehr zentral und sehr dicht beieinander. Aber ich glaube, das ist mir hier auch ganz gut gelungen, auch mit den drei Heilzaubern. Und komme jetzt schon so ein bisschen mit Cleanup, konnte ich mir hier ganz locker aufbewahren, das wusste ich auch, dass ich hier nicht alle Magier verbrauche bei meinem Killsquad, sondern ruhig ein paar schon als Cleanup nehme, denn außen waren ja noch die etwas stärkeren Lager. Und aber guck mal, wie viel Schweinereiter hier noch über sind, mag ich nach wie vor. Schöner Go-Hock hier, RH8 Bereich, ist genau mein Ding hier, damit rockst du fast jede Base, also finde ich. Ja, das ist einfach, ist eine gute Sache hier für so ein RH8 und geht aber ein bisschen höher hier. Hier haben wir 4 auf Nummer 10. Karima auf diese Ringbase hier. Es soll ja eine RH10 Ringbase sein, aber sie ist ringmäßig, ja, aber von der Def natürlich echt für den Arsch. Also das ist, ja, wie soll man sagen, für Karima war das hier ein gefundenes Fressen. Und mit 4er Drachen hier rein. Jetzt stehen hier nur noch 2 Lars schön in den Rücken des, zumindest des einen Fegers, des anderen Fegers. Ja, der wird ja auch nicht so jetzt auf Level 4 sein. Und die ganzen Drachen hier so extrem mäßig wegpusten, macht er ja nicht, seht er ja selber. Ja, da kommen die beiden Drachen hier unten ganz locker über die fetten Lager immer noch ran. Ich meine, er schießt ja eh nichts drauf. Ja, die werden einfach nur weggepustet, aber drauf schießen tut er nichts. Und im Backend jetzt hier die Masse an Loons. Ja, überhaupt kein Thema, Sonnebase hier also. Und ich hatte es ja gesagt, viele sahen hier so aus. Also waren zwar groß dann die Bases und ja, 35 Truppen in der Clanburg. Aber so wirklich eine Def stellt das hier natürlich nicht dar. Muss man mal so sagen. Schönes Ding hier, 4 auf 10. Und im oberen Bereich, ja, da wurde vieles in den zweiten Angriffen gemacht. Oh, komische Base hier, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sehe ich ja jetzt erst, dass der Zars nur seine Queen dabei hatte. 4, was hat er da? 4 Erdbebenzauber, ja, meine Lieblingszauber und Riesen. Ja, ich hätte fast gesagt, das ist eine Farmarmee hier. Aber scheinbar reicht es für diese Base hier. Ist eine RH, ja, ist eigentlich ist es eine RH 8 Base mit dem Rathaus 9. Und was macht er hier? Ah, okay, er lockt einfach. Ja.
Und dann geht's hier, denke ich mal, gleich mit den Riesen los. Macht schön die Ecken. Schön dran gedacht. Ja. Ich habe ja mal wieder nicht dran gedacht. Beim Avatar. Ist so. Selber sage ich immer wieder Bauhütte, Bauhütte, Bauhütte. Und beim Avatar habe ich es seit gnadenlos vergessen. Also auch sowas passiert mir. Gar keine Frage. Und auch wenn meine Angriffe, habt ihr ja gesehen, gar nicht mal so schlecht waren. Aber es fehlte einfach am Ende immer das kleine Quäntchen Glück oder halt das kleine Quäntchen Zeit. Naja, kann nichts machen. Der Zars macht das hier aber ganz gut mit dem Go-Vibe. Ist zwar nicht mehr so das, was man so nimmt, aber bei so einer Base hier, da kannst du es ruhig nehmen. Das Design lässt etwas zu wünschen übrig. Bei einigen unserer Bases habe ich mich auch gewundert, dass die überhaupt verteidigen. Also auch in manchen Teilen nicht so wirklich gut. Aber wenn du in so einem Clan bist hier, dann entscheiden hier solche Kämpfe. Ja, also 6 auf 7 richtig gut. Und wir sehen, dass das auch gar nicht so super stark war. Dann leider hier oben ein bisschen was verpasst, muss man sagen. Hier hat der Hamar, ein sehr, sehr aktiver Account hier, sich das RH10 hier angenommen. Aber ihr seht ja, wir sind jetzt schon auf 4 und noch keine Infernos hier in der Base, also so ein angeblich 9,5er, ja, aber so richtig 9,5 ist er natürlich mit den Helden hier lange nicht. Und kommt hier schön in die Base rein, auch mit Pekka, ja, kann man natürlich auch machen in so eine Base hier, mit Bowler noch im Gepäck, schön die Golis tanken richtig gut. Und dann ist das hier eigentlich ein lockerer 3-Stern gewesen. Von unserer Nummer 2, einem RH10 auf die 9,5er Base hier, ja. Naja, so richtig 9,5. Kann man nicht sagen. Aber so sehen wir wenigstens mal ein paar andere Kämpfe. Ich denke mal, so ein Go-Vibe haben wir bei uns schon ewig nicht mehr gesehen. Und aber hier durchaus üblich. Und wie ihr seht, immer noch für 3 Sterne gut. Oh, ich sehe es jetzt aber gerade. Okay. Ja, 5er Packers. Oh, nett. Habe ich gar nicht gesehen. Tut mir leid. Die rocken natürlich richtig gut. Ja, alles klar. Ich habe das überhaupt nicht gesehen, weil meine eher immer noch auf 3 sind. Und hier oben ist auch nichts angebrannt von der Angie 1 auf 1. Mit 2 Sternen hier auf die Ringbase. Das ist in Ordnung. Da kann man sicherlich mehr machen mit ein bisschen mehr Übung. Aber das ist schon ein Maxed Out RH11 hier zumindest, was die Def angeht. Mauern, ja, werden eh überbewertet, weil Mauern werden übersprungen oder überflogen und deswegen können die höchstens eine abschreckende Wirkung vielleicht, wenn überhaupt, haben. Und deswegen machen ja viele ihre Mauern nicht. Ich mache meine Mauern auch erstmal so lange. Ich guck mal, wenn meine Def komplett durch ist, wie weit ich mit den Mauern bin. Und letztendlich bin ich natürlich sehr kleinkrämerisch und ja, wie sagt man immer, ich piss mich ganz schön an. Ja, also bevor eigentlich die letzte Mauer bei mir nicht max ist, gehe ich auch nicht weiter hoch. Und zurzeit gibt es nur das Rathaus 11 für mich, wo ich jetzt hingehen könnte. Mache ich aber nicht. Und so macht die Angie hier eigentlich souveräne 2 Sterne. Und ja, alles eigentlich gut hier im oberen Bereich. Der Gegner hat das so ähnlich gemacht. Und am Ende hat eigentlich tatsächlich haben mir Angriffe gefehlt. Gerade in unserem Team hier von dem, der da gegangen ist. Gut, von den hier unten jetzt nicht mehr unbedingt. Aber ihr seht, hier wird auch keiner, hier gibt es keine Gnade. Also hier wird sofort gekickt, wenn hier nicht angegriffen wird. Und gerade der Rasti hier hat jetzt zwar jetzt noch nicht so super gute Truppen, aber ein Stern hätte natürlich auf die 6er Base hier gereicht. Und wenn wir jetzt mal gucken, das ist zwar ein 10er. Ja, aber... Ja, sind wir ehrlich, das Einzige, was er auf 10 hat hier, ist der eine Magierturm. Auf den muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten ist das hier eine reine RH9 Base. Also die rockt man hier in jedem Fall, denke ich mal, mit Schwein. Zumal hier überhaupt kein Platz für irgendwelche Doppelbomben sind. Vielleicht vorm Rathaus, aber da waren die auch gar nicht. Die waren alle außen. Und den guckst du dir einmal eigentlich an als RH9, so ein Kampf hier. Und dann ist die Base hier 3 gesternt. Also da müssen wir ja dran arbeiten. Ich bleibe auch noch in dem Clan. Wir sind ganz aktuell auch wieder in der
in einem nächsten Clankrieg drin, der wird ein bisschen schwerer, meint man. Ich habe jetzt eben schon mal ein bisschen geguckt. Wir haben hier unten 3 7er. Der Gegner hier hat hier unten aber 3 8er. Da habe ich jetzt so im ersten Moment denkt man natürlich, oh, ach Herr Jene, ja, haben wir ein paar Angriffe zu wenig, aber ne, der hat eine Kanone. Der hat ein bisschen Def und der hier hat auch ein bisschen bessere Def. Also das kann man auch immer noch als 7er schaffen, ansonsten muss dann 8er ran. Ich sehe das hier, na, zuversichtlich, weiß ich noch nicht. Wir haben etliche neue dabei, mal gucken, wie die so angreifen. Und ich mache noch ein CK hier mit, dann ziehe ich mit dem Chief wieder weiter. Also könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wo ich den Chief vielleicht dann absetzen kann, um mit euch ein CK zu spielen. Und ich würde sagen, bis morgen, bis zum Sonntag mit einer weiteren Folge mit mir, dem Thorsten, Akatoto, der Clashed.